Bewegung ist einfach ein super Ventil, um die Stresshormone abzubauen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Bei Wut funktioniert es nur, wenn du bis zur Erschöpfung gehst. Also nimm dir die Zeit. Wenn du dich also ungerecht behandelt fühlst, weil dein Lehrer dich nie dran nimmt, wenn du dich meldest, oder weil deine Freunde nicht auf dich gewartet haben, als sie vor dem Kino waren, oder weil du viel mehr im Haushalt mithelfen musst, als deine Geschwister das tun und dich das alles rasend wütend macht, dann habe ich 8 Tipps für dich, die dir helfen, gesünder mit dieser Wut umzugehen. Wut ist erst einmal ein ganz normales Gefühl, was wir alle haben. Es kann eine Reaktion auf Stress sein und bei Stress werden immer Stresshormone ausgeschüttet, die dazu beitragen, dass wir in diesen Stresstunnel kommen. Stress bedeutet auch immer, dass wir uns instinktiv verteidigen wollen und Wut kann uns dabei helfen, uns gut zu verteidigen. Wir müssen aber einen konstruktiven Umgang mit dieser Wut lernen. Und manchen Menschen gelingt es einfach besser, die Energie, die in Wut steckt, für sich gut zu nutzen. Lernen wir das nicht, kann Wut zu einer echten Belastung für uns als Person oder auch für unser Umfeld werden. Um also gesund mit dieser Wut umzugehen, ist es ganz wichtig, dass wir uns eine Pause gönnen zwischen dem Reiz, irgendwas macht mich wütend, und meiner Reaktion, ich zeige meistens ein unangemessenes Verhalten. Manchmal sind wir so in der Wut gefangen, dass wir einfach nicht rauskommen. Und dann ist es besser zu sagen, ich atme jetzt mal kurz durch und gönne mir und dir eine Pause und bin gleich wieder da, damit wir ruhiger weiterreden können. In dieser Zeit kann sich dein Nervensystem regulieren und du kommst wahrscheinlich viel ruhiger zurück. Zweitens, nutze Reminder, sowas wie, ich konzentriere mich jetzt auf mich und ich sage ruhig und sachlich, was mir wichtig ist. Ich erinnere mich auch daran, dass alle Beteiligten gerade nach einer Lösung suchen. Auch Reminder wie, vielleicht empfindet die andere Person das gerade gar nicht als unfair. Oder vielleicht hat sie auch einfach nur einen schlechten Tag und es ist gar nichts gegen mich, können helfen, deine Wut kurz zu unterbrechen. Drittens, lerne deine Gedanken umzulenken. Schließ dafür kurz deine Augen und denke an eine Person oder eine Situation, die du richtig gerne magst. Und mach das mit allen Sinnen. Wie sieht's da jetzt gerade aus? An diesem Ort, den du so magst. Wie riecht es da? Welche Farben siehst du? Was kannst du vielleicht hören oder was kannst du schmecken? Lass dieses schöne, wohlige Gefühl in deinem Körper ganz groß werden. Wie ein Luftballon, der mit jeder Einatmung von deinem Herzen immer größer wird und deinen ganzen Körper ausfüllt. Und jetzt denk nochmal an die Situation, die dich wütend macht. Schon besser, oder? Viertens, nutze Atemtechniken, um dich selbst zu regulieren. Ich mag dazu ganz gerne die Vierkantenatmung. Die kannst du dir ganz einfach merken, nämlich mit den 4 Kanten. Atme ein und zähle währenddessen bis 4. 1, 2, 3, 4. Halte dann die Luft an. 1, 2, 3, 4. Atme dann für 4 Schläge aus. 1, 2, 3, 4. Und halte die Luft nochmal für 4 Schläge an. 1, 2, 3, 4. Wiederhole das für 2 bis 3 Minuten und helfe so, deinem Körper und Geist wieder runterzufahren. Fünftens, trainiere dich darin, deine Wut so konkret wie möglich mit Worten zu beschreiben. In Studien zeigt sich immer wieder, dass je präziser wir beschreiben können, was in uns vorgeht, desto schneller können wir die Wut regulieren und desto schneller bekommen wir auch die Kontrolle zurück. Hintergrund ist der, dass wenn wir etwas beschreiben mit Worten, wir uns in dem Moment davon distanzieren. Wir realisieren, dass wir nicht unsere Wut sind, sondern die Wut ist ein Gefühl, was durch uns durchläuft. Beschreibungen könnten zum Beispiel sowas sein wie, ich habe mich gerade ungerecht behandelt gefühlt, dass ihr ohne mich ins Kino gegangen seid. Oder ich fühle mich einfach nicht ernst genommen, wenn ihr über mich lacht. Spreche das am besten laut aus oder schreibe es auf. Sechstens, nutze Bewegung, um Stress abzubauen. Wichtig dabei ist, dass du die Bewegung wirklich von dem Stressor löst und die Bewegung nutzt, um den Stress abzubauen. Du kannst zum Beispiel bis zur Erschöpfung laufen gehen oder ins Gym gehen und deine Muskeln trainieren, bis sie versagen. Das ist nämlich laut Forschern wirklich wichtig, dass wir die Bewegung dann bis zur Erschöpfung durchziehen. Bewegung ist einfach ein super Ventil, um die Stresshormone abzubauen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Bei Wut funktioniert es nur, wenn du bis zur Erschöpfung gehst. Also nimm dir die Zeit. Siebtens, probiere Meditation aus. Laut Studien reichen 7 Minuten täglich, um deine Gehirnstrukturen so zu verändern, dass du insgesamt gelassener und zufriedener durchs Leben gehen kannst. Suche dir dazu einen ruhigen Ort, an dem du dich richtig wohlfühlst. Schließ deine Augen, setz dich aufrecht hin
und beginne deinen Atem zu beobachten. Es gibt auch tolle Apps, die helfen, in Meditation reinzukommen. Probier es einfach mal aus. Und achtens, wenn du deine Trigger dann irgendwann kennst, also wenn du weißt, was dich wütend macht, bau dir Wenn-Dann-Sätze. Deine Tante ist bei jedem Familientreffen übergriffig? Dann lege dir jetzt einen Satz zurecht, wie du das nächste Mal antworten willst. Weil in der Wut selbst können wir einfach schlecht nachdenken. Das könnte zum Beispiel sowas sein, wenn meine Tante wieder übergriffig ist, dann antworte ich, danke der Nachfrage, aber darüber möchte ich nicht sprechen. Oder antworte mit einer Gegenfrage. Wie sieht es eigentlich in deiner Beziehung so aus? Bau dir einen mentalen Werkzeugkasten, der dir das Denken in dem Stresstunnel abnimmt. Alles, was mir hilft, wieder Bewusstsein in mein Handeln zu bringen, ist gut. Wie sieht's bei dir aus? Welchen Tipp willst du mal ausprobieren? Und noch mehr Ideen und Impulse für einen gesunden Umgang mit Stress, Konflikten oder Sorgen findest du in dem kostenlosen Online-Programm DRK Nico. Der DRK Nico von der DRK Gesundheit filtert mit ganz gezielten Fragen dein Problem und gibt dir danach konkrete Tipps und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst. Schau doch einfach mal rein.